Nach 2 Wochen des Bangens haben Fans und Familie nun traurige Gewissheit. Das Flugzeug des argentinischen Fußballspielers Emiliano Sala ist abgestürzt. Ein privates Suchunternehmen entdeckte das Wrack der Maschine auf dem Grund des Ärmelkanals. Nur wenige Tage zuvor waren an der Küste in Nordfrankreich vermutlich von dem Flugzeug stammende Sitzteile gefunden worden. Salas Vater reagiert erschüttert auf die Nachricht vom Fund der Maschine. Er könne es nicht glauben, es sei ein Albtraum, sagte er einem argentinischen Fernsehsender. Die einmotorige Propellermaschine war am 21. Januar vom Radar verschwunden. Kurz vor seinem Verschwinden hatte Sala wohl in einer Nachricht an Freunde Sorgen über den Zustand der Maschine geäußert. Ich habe solche Angst, sagte er demnach. Die Maschine scheine auseinanderzufallen.